So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Lauter Störungen hier. Hab gerade einen Feldhasen getroffen, musste mich mit dem natürlich erstmal unterhalten. Er hat mir aber nicht geantwortet und ist einfach davon gerannt. War kein Fehler meinerseits. Es ist immer so ein Thema, wenn du Wildtiere siehst, die aber nur so siehst, dass sie direkt vor dir reißaus nehmen und sie dann quasi auf der Flucht beobachten kannst, dann kann man sich schon immer fragen, habe ich das Tier jetzt, oder sollte man zumindest, wenn man ein Naturfreund ist, sollte man zumindest kurz drüber nachdenken, habe ich das Tier jetzt unnötig gestört, wäre das vermeidbar gewesen? In meinem Fall schlicht und ergreifend nicht. Ein gewisses Verlassen der Wege ist ja zulässig, insbesondere wenn man nur mal kurz den Weg verlässt, irgendwo in den Bestand stapft, sich dann dahin hockt, so wie ich das im Regelfall tue und nicht unglaublich lange Strecken abseits der Wege durch den Wald stapft. Dabei stört man insgesamt dann doch über die Strecke, die man zurücklegt, wahrscheinlich einen Haufen Wildtiere. So wie ich das jetzt gemacht habe, war das vertretbar. Und das jetzt gerade in dem Gebüsch, dem ich mich genähert habe, ist da vorne, ist kein nennenswertes Gebüsch. Gerade deswegen auch, weil es nur ein ganz kleines Gebüsch ist und man gar nicht vermuten würde, dass sich da drin irgendwas versteckt. Wenn man es nicht weiß, weiß ich natürlich schon, dass ich in sowas sehr wohl was verstecken kann. Dann wäre das jetzt eine relativ unvermeidbare Störung vom Herrn Hasen gewesen. Müsste ein Männchen gewesen sein, war ziemlich riesig. Also für Feldhasenverhältnisse wirklich ein sehr großes Tier. Das heißt, dem geht es offensichtlich gut und dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass ihn jetzt die Störung im Winter nennenswert aus dem Konzept bringen wird und er Schwierigkeiten hat, dann genügend Nahrung zu finden. Er hat hier auch einen schönen Lebensraum, das ist eine ziemliche Mosaiklandschaft aus Weide, Streuobst und Waldflächen. Für einen angepassten Feldhasen, also durchaus ein brauchbarer Lebensraum. Dazu nochmal ganz kurz, der Feldhase kommt bei uns nicht seit Anbeginn der Zeiten vor, sondern erst seit wir überhaupt die Landschaft durch menschgemachte Faktoren aufgelichtet haben und große Felder, eine Steppenlandschaft sozusagen sekundär durch den menschlichen Einfluss entstanden ist. Bei der beginnenden, größer werdenden Landwirtschaft herrschten paradiesische Bedingungen für den Feldhasen. Da konnte er überall noch ein paar Helmchen mit hochenergetischem Zeug abknabbern und sich entsprechend ein bisschen Weizen, Roggen oder was auch immer da angepflanzt worden sein mag damals, Einkorn in der Frühzeit. Da hat er sich sowas holen können. Da herrschten wirklich paradiesische Bedingungen. Je industrialisierter jetzt die Landwirtschaft allerdings wurde, muss man sagen, inzwischen ist es wieder aufwärtsgehend mit dem Feldhasen, desto mehr Probleme hat er bekommen. Und einige Feldhasen waren in der Lage, sich anzupassen und sind eben von den reinen Äckern, wo sie prinzipiell am meisten zu essen gefunden haben, früher bei eben noch nicht so perfekter, durchgestylter, industrialisierter Landwirtschaft, wie wir sie heute haben. Das hat auch Vorteile. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass das schlecht ist, dass es die gibt. Aber für den Feldhasen hat er damit deutlich größere Schwierigkeiten, was zu essen zu finden, findet auf den Feldern auch deutlich schlechter Versteckmöglichkeiten, weil keine Restvegetation und wenn sie auch nur so hoch ist, mehr vorhanden ist, mit der er sich ein bisschen tarnen kann, ein bisschen besser verstecken kann in seiner Sasse. Der Feldhase lebt in einer Mulde auf dem Feld und hält sich da einfach niedrig, klappt die Löffel ein, eine niedrige Bauform und verlässt sich auf seine Tarnung mit seinem Fell, geht er nämlich wunderbar eben in einem Haufen von Gestrüpp, alten Ähren oder Ähnlichem wunderbar unter und man sieht ihn wirklich überhaupt nicht, es sei denn, du hast ein Infrarotsichtgerät, damit kannst du viel Unsinn anstellen oder wunderbares Feldhasenmonitoring betreiben, wenn das dann vernünftigen Zwecken dient, wie zum Beispiel eben der Wissenschaft Unsinn anstellen, im Sinne von mit einem Infrarotsichtgerät kannst du einfach alles niederbügeln im Laufe der Nacht, was denkt, dass man es nicht sieht und das ist jedes Tier so ziemlich. Also damit kann man wirklich großen Schaden anrichten, wenn das in die falschen Hände Gerät bzw. von Leuten genutzt wird, die vorhaben, falschen großen Schaden anzurichten. So, aber die Geschichte vom Feldhasen wollte ich jetzt einfach nur noch kurz erzählen. Ja, und eben das Ende vom Lied war einfach, dass sich einige Feldhasen dann eben an die Situation angepasst haben und ihre typische, normalerweise wirklich sehr stark Acker- und Offenlandfläche geprägte Lebensweise ein bisschen geändert haben und auch mal in lichte Wälder und eben am Rand von lichten Wäldern anzutreffen sind, sofern es dann irgendwelche Graslandschaften in der näheren Umgebung gibt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Das hier ist so ein, sage ich jetzt mal,
sekundär entstandener Feldhasen-Lebensraum, nachdem die Feldhasen eben festgestellt haben, dass ihnen die Felder nicht mehr ausreichen. Wir haben hier also einen Mix. Da hinten könnt ihr schon wieder die nächsten Bäume sehen vom nächsten Waldgebiet. Dazwischen ordentlich Wiese. Die Wiese ist auch durchaus groß und wenn man da hinten durch das nächste Waldgebiet durch ist, dann kommt die nächste Wiese. Also damit kommt der Feldhase auch ganz gut zurecht. So. Und damit kommen wir jetzt aber wirklich weg vom einen grauen Tier, zumindest zu Anteilen grauen Tier, zum anderen, ich muss mich noch richtig hinsetzen, großen grauen Tier mit langen, zumindest auch langen Zähnen und starken Beinen und hoher Geschwindigkeit und ausgesprochen guten Geruchssinn und sehen kann er auch im Dunkeln, wenn es sein soll. Und er legt jede Nacht bis zu 50 oder gar 100 Kilometer zurück und die Rede ist natürlich vom Wolf, aber das habt ihr ja aus dem Titel sowieso schon erraten. Und die besondere Neuigkeit zur Wolfssituation, insbesondere bei mir in Südwestdeutschland, sprich im Schwarzwald, besteht darin, dass es endlich, für mich persönlich ist das schön, ich habe mich da lange drauf gefreut, es war nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal passiert, dazu gekommen ist, dass mal ein Weiblein bei uns angekommen ist. Ja, wir haben schon seit Jahren Männchen, eine schwankende Zahl von Männchen zwischen 2 und 4, mehr oder weniger. Zuletzt waren es, glaube ich, 3. Vom 4. hat man lange nichts mehr gehört gehabt, wenn ich es aktuell auf dem ganz aktuellen Stand ungefähr bin. Ja, jedenfalls ist schon seit vielen Jahren da der Nordschwarzwaldwolf. GW852M heißt er, glaube ich. Der ist durchaus nicht unproblematisch, dazu später mehr. Dürfte inzwischen sowas um die 6-7 Jährchen alt sein, irgendwie so. Und wer weiß, wie alt so ein Schäferhund wird, der kann sich auch grob so ungefähr daran orientieren, was die Lebenserwartung von einem wild lebenden Wolf angeht. Das heißt, ein 6-Jähriger, der ist schon nicht mehr ganz, ganz jung und viel älter als 8 oder 9, gegebenenfalls mal 10, werden die in der freien Wildbahn auch selten, die lieben Wölflein. Ja, das heißt, da steht eine gewisse Not an. Bei territorialen Tieren, um das nochmal kurz zu klären, die kommen irgendwo an, befinden, hier ist es gut, hier gibt es tolle Lebensbedingungen. Wenn ich jetzt hier so lange bleibe, bis hier auch ein Weiblein ankommt, dann spräche nichts dagegen, hier auch einen Rudel zu gründen, weil man hier eben auch eine Familie ernähren kann. So, und darauf warten die dann. Die bleiben dann also an diesen Bedingungen, wo es ihnen gefällt, womit sie Frau beeindrucken können, sollte Frau jemals vorbeikommen. Und dann kann es eben passieren, dass die da so lange alleine sind, weil Frau eben nie vorbeikommt, dass sie an Altersschwäche dann irgendwann sterben. Ja, und sie nie vorbeigekommen ist. Ah, das ist weiterhin beim Nordschwarzwaldwolf der Fall. Hingegen bei unserem territorialen Tier im Südschwarzwald, im Hochschwarzwald muss man sagen, also um den Feldberg plus minus drumherum, genauer müssen wir das jetzt nicht lokalisieren, wo die exakt unterwegs sind. Ist auch gar nicht so gut, das zu verraten. Ne? Es gibt im Schwarzwald durchaus eine große Zahl von Wilderern, wie die bisher gescheiterten Versuche, Luchs auszuwildern, gezeigt haben. Das ist nämlich immer an der Wilderei tatsächlich gescheitert. Mit ein großer Faktor, weshalb das nie funktioniert hat mit der Luchsauswilderung. Und dass die gleichen Wilderer können genauso gut auch einen Wolf schießen. Und die mögen jetzt etwas älter geworden sein, aber sind potenziell immer noch in der Lage dazu, großen Schaden anzurichten oder auch nicht Schaden, je nachdem wie man das sehen will. Illegal ist es in jedem Fall und die Jagd, falls sie dann erfolgt, darf man nicht Jagd nennen, sondern die Wilderei, so sie dann erfolgt, wird auf keinen Fall unter Tierschutz Gesichtspunkten erfolgen. Das heißt, das muss man dem Tier wirklich nicht unbedingt zumuten wollen. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Wie dem auch sei, jedenfalls ist eben im Hochschwarzwald auch ein männlicher Wolf anwesend, der da auch schon seit, ich glaube, 1-2 Jahren mindestens sein Unwesen treibt oder auch nicht Unwesen, sagen wir einfach sein Wesen. Und vor relativ kurzem, ist dann zum ersten Mal ein weiblicher Wolf im Schwarzwald gesichtet worden. Ist von Westen her immer weiter rein gewandert, soweit wir das rekonstruieren können oder ich es zumindest weiß. Und ist dann wohl obendrauf sozusagen auf den höchsten Höhen auf ihn getroffen.
Und da werden sie sich beide wohl ordentlich beschnüffelt haben. Und nach reichlichen Beschnüffeln und Stupsen und Schlecken werden sie dann festgestellt haben, dass sie sich ganz gerne mögen. Und dann lag Liebe in der Luft. Und das tut sie immer noch, denn die Paarungszeit dauert auch noch ein Weilchen an. Vermutlich dadurch, dass die beiden jetzt zu zweit unterwegs sind, kommt es auch zu wiederholten Paarungen. Das ist bei Wölfen so üblich. Was dann wiederum zu einer unmittelbaren Rudelgründung, sobald eben die Fähe eine Zeit lang schwanger war und dann logischerweise auch irgendwann circa 3 bis 6 bei jungen Wölfen, tendenziell wirklich eher so 3, 4 als 6 bis sogar teilweise 8, ja, Welpen werfen könnte. Ja? Das heißt, eine Rudelgründung ist sehr, sehr wahrscheinlich und damit hätten wir dann das erste Wolfsrudel im Schwarzwald. So, ja, und das heißt einfach, dass der Territorialwolf im Hochschwarzwald sozusagen schlicht Glück hatte, dass das Weibchen zufällig da vorbeigekommen ist. Die können sich zwar über sehr große Distanzen riechen, aber ja, auch nicht über beliebig riesige. Also sie hätte prinzipiell auch dran vorbeilaufen können. Es wäre zum Beispiel möglich gewesen, dass sie im Mittelschwarzwald am Nordschwarzwaldwolf zu weit vorbeiläuft, am Südschwarzwaldwolf zu weit vorbeiläuft und dann einfach sonst wo landet. Noch weit weiterziehen muss oder auch irgendwann wieder umdreht oder auf der Autobahn landet, verbleibt, ne? Oder irgendwas anderes Schlimmes passiert. Von daher ist es schon ein großes Glück. Es war aber, um das klar zu machen, wirklich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann mal einer Wölfin gelingen wird, in den Schwarzwald zu kommen und eins der Wolfsreviere der territorialen männlichen Tiere, die da anwesend sind, zu finden. Ne? So, und jetzt muss ich erstmal was gegen meine Nase tun. Ja, als ich mich das letzte Mal intensiv mit dem Wolf im Schwarzwald auseinandergesetzt habe, da hatten wir gerade noch 4 Tiere. Zuletzt waren es dann, glaube ich, wirklich nur noch 3. Aber als es noch die 4 Tiere waren, da waren es 4 Männchen und zwar 3 mehr oder weniger im Südschwarzwald verortet. 2 recht nah beieinander, eben im Hochschwarzwald, einer deutlich weiter südlich. Eines der 4 Tiere im Süden war ein Italiener, der hat sich also nur vom Pasta ernährt, war aber recht unproblematisch, denn ja, dann frisst er zumindest schon keine Schafe. Quatsch, ne? Aber den Gag bringe ich an der Stelle immer wieder. Und ja. Aber tatsächlich waren die Südschwarzwaldwölfe, was ihr Rissverhalten angeht, relativ wenig an Nutzvieh interessiert bisher. Und anders als zum Beispiel der Nordschwarzwaldwolf, der im Laufe seines durchaus nicht ganz kurzen Lebens, wie wir ja schon gehört haben, bereits erhebliche Schäden bei den örtlichen Schafen angerichtet hat. Schaf ist so sein persönlicher Lieblingssnack, wenn er sich gerade nicht ein Reh oder ein Hirsch aus dem Wald holt. Da gab es mal einen Fall, wo er, ich meine, es wären 40 Schafe circa gewesen, in einer Nacht getötet hat, weil, wenn der erstmal über den Zaun gesprungen ist und der Zaun halt eben nicht hoch genug war, wobei es Situationen gibt, in denen der Zaun quasi gar nicht hoch genug sein kann, und das schon nicht so einfach ist, da die einfach dem Schafhalter den schwarzen Peter zuzuschieben und ihm zu sagen, er hätte einfach nur einen zu niedrigen Zaun gehabt. Jedenfalls, der ist irgendwie über den Zaun drüber gekommen und war dann eben in der eingepferchten Schafherde unterwegs. Hat sich da irgendein Schaf geschnappt, das gekillt, wollte gerade reinbeißen, lecker saftig und leicht wollig, aber das Saftige überwiegt wahrscheinlich. Da sieht er, okay, da sind ja noch 59 andere Schafe, die da gerade wie Blöde da hinten rumstehen, in der entferntesten Ecke vom Pferch und mich anblöken. Ja, da hole ich mir doch einfach noch eins. Ja, und dann rennt er hin und killt noch eins. Und dann stehen die Schafe wieder in der entferntesten Ecke vom Pferch und blöken ihn blöd an. Dann braucht er sich also nur noch eins holen. Und das geht dann immer so weiter, bis dann halt irgendwann ein Haufen mindestens Verletzte bis hin zu tote Schafe in der Gegend rumliegen und dem Wolf irgendwann die Puste ausgeht und er dann wieder abhaut. Ja, tatsächlich hat in dieser Nacht er so gut wie nichts gefressen. Wahrscheinlich war er dann einfach irgendwann mit der Situation der ständig verfügbaren noch mehr Schafe überfordert. Das nennt man Overkill. Das ist ein Verhalten, was bei fast allen Raubtieren vorkommt. Der Fuchs im Hühnerstall ist ein Beispiel. Wenn der Fuchs den kompletten Hühnerstall killt, das ist ja auch schon vorgekommen, mindestens in der Vergangenheit, aber kommt auch heutzutage immer mal wieder vor, dass das mal
sein kann, weil eben dann diese flatternden, leckeren Hühner, die sind ja nun wirklich nicht schlecht, da immer noch in der näheren Umgebung zu haben sind und er quasi jedes Mal wieder aufs Neue seinen Jagdinstinkt durch das Vorhandensein von leckerer Beute auf Neue ausgelöst bekommt. Weil er kommt ja gar nicht dazu zu fressen und damit wird er auch nicht satt, weil sobald er satt ist, ist dann der Jagdinstinkt erstmal runtergefahren sozusagen. Da kann man ihn am vollen Fuchs oder am vollen Wolf problemlos vorüberspazieren, auch als Maus bzw. als Schaf. Und das interessiert den nicht die Bohne, weil jetzt ist er ja ordentlich satt und möchte sie eigentlich nur in der Sonne liegen und gemütliches Verdauungsschläfchen machen. Ja, während er aber noch Hunger hat, dann wird immer jedes Mal dieser Jagdinstinkt aufs Neue ausgelöst, sobald Beute offensichtlich mehr als verfügbar ist und ihm quasi auf dem Silbertablett präsentiert wird, da die ja nirgendwo hin kann und dann wie verrückt vor sich hin flattert bzw. blökt, je nachdem, was es dann halt eben ist. Und drum wird dann immer weiter und weiter und weiter getötet, bis entweder wirklich alles tot ist. Dann könnte er theoretisch in Ruhe fressen, was dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr so groß passiert. Oder er halt irgendwie von der Situation derart überfordert ist, dass er dann irgendwann beschließt, auch wieder abzuhauen und ihm das irgendwie nicht koscher ist. So geschehen eben bei den 40 toten Schafen. Da wären nämlich noch mehr da gewesen, an denen dann aber doch scheinbar kein Interesse mehr bestand. Es ist immer schwer, sowas dann im Detail zu rekonstruieren. Es war ja dann keiner dabei in solchen Situationen. Es ist auch nicht gefilmt worden oder ähnliches. Daher, ja, die Overkill-Hypothese, das ist tatsächlich auch erstmal nur eine Hypothese, ob das der Grund ist, warum sich Raubtiere so verhalten. Aber das tun sie weltweit, wann immer da mal eben ein Raubtier in einen abgefärchten Bereich kommt. Daher ist das schon ziemlich naheliegend. Ja, das wird dann halt eben zu einem Problem. So, und das ist jetzt dahingehend interessant, dass eben unser Nordschwarzwaldwolf wirklich schon häufig sehr viele Schafe auf dem Gewissen hat. Es sind bestimmt inzwischen über 100. Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber geschätzt wirklich über 100, die ja irgendwie als Mittäter, sprich das Schaf hat so viel Panik bekommen, dass er sich quasi selbst verletzt hat, oder als Direkttäter mit eigenen Zähnen irgendwie auf dem Gewissen hat. So. Und das erzähle ich vor allen Dingen jetzt deswegen, weil es durchaus also so gesehen eine gute Nachricht ist, dass sich die Liebe, die sich abspielt, im Südschwarzwald in der Hochlagenpopulation durchgesetzt hat und eben nicht im Norden bei unserem sehr wohl sehr scharf mögenden Nordschwarzwaldwolf. Es kann nämlich durchaus sein, kommt fast eigentlich immer vor, dass eben Elternwölfe bei der Ausbildung ihres Nachwuchs, die sie ja durchaus vornehmen, gerne mal eben ihre persönlichen Vorlieben zum Beuteerwerb weiterreichen und Empfehlungen aussprechen, was man denn so alles fressen kann als Wolf. Und da kann man sich schon vorstellen, dass ein derart viele Schafe bereits vertilgt habender Wolf wie unser Nordschwarzwaldvertreter gegebenenfalls auch das an den Nachwuchs ein Stück weit weitergeben würde und dann hätten wir definitiv ein Problem. Während hingegen die Südschwarzwaldpopulation nur ganz hin und wieder mal am Schaf gewesen ist im Vergleich zum Nordschwarzwaldwolf und daher wir davon ausgehen können, dass es sich möglicherweise um Experimente gehandelt hat, aber die bisherigen Versuche, das Schaf mal zu probieren, wohl doch nicht ganz so gut geschmeckt haben. Maul voller Wolle ist ja auch wirklich, kann ich mir nicht lecker vorstellen. Und daher eben die Chance, dass ein Südschwarzwaldrudel bei der Ausbildung durch die Eltern nicht unbedingt primär auf Schafe geschickt wird oder auf Schafe geprägt werden wird, die Chancen stehen ganz gut. Das heißt, wir haben A, ein Wolfsrudel, was, wie gesagt, ich begrüße. Das mag man aber auch gerne anders sehen und kann das auch gerne tun, solange man mich deswegen nicht beschimpfen muss, weil ich das nicht tue. Zweitens, wir haben das bestmöglichste potenzielle Rudel, weil eben nicht unser Problemwolf im Nordschwarzwald daran beteiligt sein wird, zumindest noch nicht. Was uns übrigens zum kleinen Exkurs führt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er dann später an der Rudelbildung, an einer anderen Rudelbildung beteiligt sein wird. Der Nordschwarzwaldwolf wird langsam ein alter Knacker, ja? Für Wolfverhältnisse. Und dass eine sehr junge Wölfin, die jetzt erstmal noch geboren werden muss im sich bildenden Rudel, dann nachdem sie nach ungefähr anderthalb bis zwei Jahren beschließt, ihr Heimatrudel zu verlassen,
erstens in den Norden rennt, die hat ja noch diverse andere Himmelsrichtungen zur Auswahl, wo sie hinrennen könnte, und dann da auch noch ihn trifft und ihn dann auch noch attraktiv findet, obwohl er schon ein alter Knacker ist. Sowas soll vorkommen, ne? Gibt es bei uns Menschen ja auch. Er kommt immer drauf, ne, auf den Geldbeutel bekanntermaßen. Ah, ja, böse. Egal. Nee, ne? Nur Spaß. Soll ja alles schon vorgekommen sein. Und ja, dann könnte es potenziell möglich sein, dass unser alter Knacker noch lang genug lebt, um noch so ein bis zweimal Welpen zu zeugen. Aber viel länger gibt einfach die Lebenserwartung von dem wild lebenden Wolf dann auch nicht mehr her. Das bedeutet, wahrscheinlich wird das Problemwolf-Problem mit dem Problemwolf dann aussterben. Und wie gesagt, die Südschwarzwaldpopulation, obwohl da durchaus sehr viele Tiere auf irgendwelchen Weiden verfügbar sind, auch Rinder durchaus potenziell verfügbar wären als mögliche Beute, mindestens mal junge Rinder. Hält sich das vergleichsweise in Grenzen und Schafe gibt es im Südschwarzwald auch eben genug. Also das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Die Rudelbildung für den Schwarzwald hätte an einem ungünstigeren Ort mit einem ungünstigeren Vater, um das mal so zu formulieren, passieren können. So. Wie geht es bei der Rudelbildung weiter? Ich hatte ja schon gesagt, die beschnuppern sich jetzt, haben sich jetzt lieb, haben sich durchaus häufig lieb. Und ihr wisst, was gemeint ist, ne? Es kommt zu mehrfachen Paarungen. Das wird auch noch eine Weile so weitergehen, bis sie dann irgendwann wirklich sicher trächtig ist. Das merkt sie dann auch. In dem Fall werden beide gemeinsam, vor allen Dingen aber sie natürlich, einen geeigneten Ort zum Rumliegen, bis dann die Jungen soweit sind. Suchen, das kann sein, zum Beispiel ein besonders großer Dachsbau, den sie dann mit eigenen Krallen noch ein kleines bisschen vergrößern, damit sie gut reinpasst. Das kann sein, eine natürliche Höhle, die man da irgendwo finden kann, die gibt es da durchaus vereinzelt nur, aber gibt es. Das kann sein, ein Felsvorsprung, so ein Überdach durch einen Felsen, das würde auch schon reichen. Man hat auch schon hohle Baumstümpfe, die rumliegen und ein nennenswertes Dach vorm Regen bieten, gesehen, wo drin Wölfe geboren worden sind, Jungwölfe. Und ja, also all sowas würde in Frage kommen. Es spricht also auch nichts dagegen, dass die keine großen Schwierigkeiten haben werden, einen vernünftigen Ort für ihren Nachwuchs zu finden. So, und dann legt sie sich dahin und macht ein paar Tage vor der Geburt nicht mehr allzu viel möglicherweise. Das ist auch so ziemlich unterschiedlich. Und irgendwann gibt es dann tatsächlich eben so circa 3 bis 5 junge Wölflein. Ja? Wahrscheinlich. Wie hoch sind die Chancen, dass das einfach nicht klappt wegen Inkompatibilitäten oder dass die beiden dann doch noch irgendwie feststellen, dass sie sich nicht mögen? Man darf sich ziemlich sicher sein, dass so wie die auf der Kamera zu sehen sind, die Paarung schon ein paar Mal stattgefunden hat. Wahrscheinlich war sie auch schon erfolgreich. Aber für den Fall, dass die beiden doch nicht kompatibel sind und es da zu irgendwelchen Infertilitäten kommt, also Unfruchtbarkeiten, dann gibt es halt erstmal kein Rudel, dann werden sie es wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal versuchen und bleiben dann einfach als Pärchen erstmal so zusammen, in lockerer Zweisamkeit, gehen wahrscheinlich alleine ja jeweils auf die Jagd, treffen sich aber immer mal wieder, auch wenn gerade nicht Paarungszeit ist. Wölfe sind ja sehr soziale Tiere. Und Männlein und Weiblein verstehen sich eben untereinander relativ gut, ne? Dann gibt es halt nächstes Jahr nochmal die Chance, dass es ein Wolfsrudel geben wird. Sollte es dann auch nicht klappen, kann es sein, dass sie weiterzieht, weil er ist so der Primärterritoriale. Kann also sein, dass wenn sie aus irgendwelchen Gründen unzufrieden ist, wie gesagt, dann zieht sie ab. Aber normalerweise wissen Wölfe auch, wann die Fruchtbarkeit eben ansteht, wann der Eisprung ansteht. Das können die alles riechen. Das ist recht praktisch, wenn man so eine gute Nase hat, weshalb eben die Paarung sozusagen on point erfolgen kann. Und das macht die Wahrscheinlichkeit, dass es da tatsächlich zu einer Schwangerschaft kommt, wirklich außerordentlich hoch. Ja, würde mir also keine großen Hoffnungen machen seitens derjenigen, die kein Wolfsrudel im Schwarzwald haben wollen, dass es tatsächlich auch keins geben wird. Ja, das ist schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass das klappt. Gut,
Das heißt jetzt wiederum, wir haben bald ein Wolfsrudel im Schwarzwald und die ersten Reaktionen aus der Politik und aus der Bevölkerung gibt es dazu auch bereits. So, zunächst mal der Landwirtschafts- bzw. Forstminister, der als einer der zwei Minister bzw. Ministerinnen, die für die Frage des Wolfs in Baden-Württemberg so ein Stück weit zuständig ist, ist von der CDU. Hab gerade vergessen, wie er heißt. Ich kann mir das nie merken. Schreibe ich euch gerne noch unten hin. Und der findet das erstmal ganz furchtbar und das ist völlig untragbar, ein Wolfsrudel im Schwarzwald und das können wir hier auf keinen Fall machen. So, und bevor wir jetzt dem Herrn Peter Haug unterstellen, er hätte hier irgendwas gesagt, was er gar nicht gesagt hat, würde ich diesbezüglich mal ein bisschen die Zeitung heranziehen, und zwar die BNN, das sind die Badischen Neuesten Nachrichten, das ist die, die ich so hin und wieder mal lese. Da sich die Wölfe derzeit in der Ranz befinden, bedeutet das aus unserer Sicht Alarmstufe Rot für Mensch, Weidetier und die Biodiversität im Schwarzwald. Ja, jetzt wisst man nicht genau, was der Herr Haug damit exakt meint. Es klingt aber erstmal so, als wäre der Wolf nicht besonders willkommen. Ich denke, das können wir schon unterstellen. Weiterhin führt dann die BNN selber aus, in einem dicht besiedelten touristischen Gebiet wie dem Schwarzwald wäre ein Wolfsrudel aus seiner, also Haugs, Sicht nicht tragbar. Dazu ist mein großes Fragezeichen. Was unterscheidet denn bitte den Schwarzwald von allen anderen dicht besiedelten touristischen Gebieten, die bereits vom Wolf besiedelt sind? Ist es einfach die Tatsache, dass der Schwarzwälder den Wolf nicht haben möchte, dass der Schwarzwälder CDU-Wähler den Wolf nicht haben möchte? Oder ist im Schwarzwald tatsächlich de facto irgendwas so viel anders, dass es hier unmöglich ist, dass der Wolf bei uns rumrennt? Um auf die beiden drei genannten Alarmstufe Rot-Dinger hier zu kommen. Mensch, ich habe ja ausführlichst dargelegt, dass der Wolf potenziell dem Menschen mal gefährlich werden kann, potenziell, aber da ist das Risiko im Schwarzwald auch in keinster Weise höher als sonst irgendwo. Ja, also wenn das wer anders akzeptieren kann, dann weiß ich nicht, warum das im Schwarzwald nicht so sein soll. Weidetiere. Dazu gibt es ein gutes Argument. Folgt gleich beim Ben vor Ort. Und die Biodiversität. Zunächst mal hat der Wolf als solcher erstmal keine negative Auswirkung auf die Biodiversität, solange der sich im Wald aufhält. Wenn man ihm tatsächlich einen Negativeinfluss unterstellen möchte, er hat durchaus übrigens ein paar nachgewiesene positive Einflüsse. Das darf vielleicht noch ein bisschen bestritten werden, aber es gibt eine Vielzahl von Studien inzwischen, die positive Effekte einer vollständigen Prädationspyramide in einer Naturlandschaft nachweisen können. Soll heißen, unsere Landschaft hat ursprünglich Raubtiere gehabt und ist erst vollständig dann als Naturlandschaft zu bezeichnen, in kleinen Ausschnitten, ne, der Großteil ist trotzdem immer noch Kulturlandschaft, wenn auch ein Großpredator, mindestens mal einer, anwesend ist. Weil sonst können wir niemals zu dem kommen, was bei uns eigentlich Urnatur oder das, was man gerne wieder haben möchte, wenn man vom Urwald von morgen spricht, ist völlig undenkbar ohne einen großen Prädator. Ja? Damit schwierig, einen Verlust und gar Alarmstufe Rot für die Biodiversität im Schwarzwald auszurufen. Das kann man höchstens machen und ich hoffe, dass das so gemeint ist, weil ansonsten kann ich das wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, dass wenn die Weidetierhaltung aufgegeben werden sollte durch den Wolf, dann erstmal kurzfristig ein Verlust von Biomasse feststellbar sein wird, weil die Weidetierhaltung eben zu bestimmten Wiesen Wiesen sozusagen führt und diese eine hohe Artenvielfalt bei insbesondere Orchideenarten und vielen Insekten zum Beispiel aufweist. Ja, und die würde uns dann ein Stück weit verloren gehen, muss man dazu sagen. Diese Landschaften sind alles Kulturlandschaften, auch wenn sie sehr, sehr artenreich sind. Aber dazu in irgendeinem beliebigen anderen meiner Videos zum Thema noch ein bisschen mehr. Ja, da gibt es einen ganzen Batzen. So, zurück zum Ben vor Ort. Es gibt jede Menge Bereiche in Deutschland, die eine ähnliche Tradition zur Weidetierhaltung haben, in denen ein Zusammenlegen mit dem Wolf zwar sehr umständlich ist und sehr mühsam ist und niemand so wirklich richtig glücklich ist von den Weidetierhaltern, aber es doch irgendwie funktioniert. Das heißt, man bräuchte schon eine sehr, sehr gute Begründung, was im Schwarzwald denn so furchtbar anders sein soll, dass es hier völlig unmöglich ist, während man das den Niedersachsen beispielsweise oder den Brandenburgern oder den Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommernen, Bewohnern von Mecklenburg-Vorpommern zumuten dürfte. Ja? Aber im Schwarzwald, da geht das überhaupt nicht. Und das Sachargument, das diesbezüglich immer mal wieder erwähnt wird, jetzt nicht vom zuständigen Minister, habe ich jedenfalls noch nicht gehört, dass er das in dem Zusammenhang gesagt hätte. Vielleicht tut das noch, wenn nicht, kriegt er jetzt hier einen Tipp. Besteht darin, dass der Schwarzwald eben als Mittelgebirge ziemlich viel aus Hang besteht. So, und Hang hat jetzt die unangenehme Eigenschaft, Moment, ich simuliere einen Hang, ich brauche einen Ast. Der muss reichen. Das ist jetzt unser Hang. Ja? Also wir stellen uns einen Hang in Draufsicht vor. Auf diesem Hang sind unsere Schafe unterwegs. Die laufen hier immer vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück und mähen den Rasen. So, jetzt wollen wir diesen unseren Hang, hier unten ist es noch ein Steilhang, ne? Hier oben wird er ein bisschen flacher, das passt eigentlich ganz gut mit dem Zweig, den wollen wir jetzt wolfsicher machen. Dafür können wir da, wo ihr seid, einen fetten Zaun entlang des Hangs aufstellen. Kein Problem, das klappt. Wir können auch da, wo ich bin, einen fetten Zaun entlang des Hangs aufstellen. Das klappt. Doof ist nur, wenn wir jetzt hier oben einen fetten Zaun entlang des Hangs aufstellen wollen. Okay, wenn der Hang hier abflacht, dann geht das vielleicht noch. Aber nehmen wir mal an, der Hang würde nicht abflachen. Problem gelöst. Dann müssten wir den Zaun direkt hier hinstellen. So, und wenn der Hang jetzt hier weitergehen würde, dann müsste ein Wolf den Hang runterkommen, steht hier oben am Hang, hier ist ein hoher Zaun, der nimmt Anlauf, ups, hüpft über den Zaun drüber, landet problemlos im Gehege. Also selbst ein 1,50 Meter Zaun am Hang ist aufgrund von einem Dreieck, ne, wo der Wolf nur geradeaus springen muss, relativ problemlos überspringbar. Und weil eben die Weideflächen im Schwarzwald fast immer ein Hang sind, kommt an so einem Hang ein Zaun schlicht und ergreifend an seine Grenzen, wenn da kein Wolf drüber kommen soll. Und übrigens unten wieder raus auch kein Problem, weil auch hier steht der Zaun ja direkt am Hang. Und der Wolf kann hier also Anlauf nehmen, hüpft, zack, drüber, ist er wieder draußen. Also wirklich keine große Schwierigkeit. Und das ist so das Sachargument, das man immer mal wieder hören kann, weshalb eben ein Wolf im Schwarzwald erheblich problematischer ist und eben die Herdenschutzmaßnahmen, die woanders funktionieren, im Schwarzwald auf keinen Fall funktionieren würden. Klingt erstmal gar nicht so doof, ne? Ist auch erstmal gar nicht so doof. Allerdings, es gibt ja noch andere Länder, die viele Hänge haben. Es gibt sogar Länder, die bestehen quasi nur aus Hängen und goldgefüllten Bergen, zum Beispiel die Schweiz. Ja, und die haben bekanntermaßen auch einen Wolf und die haben durchaus auch ihre Schwierigkeiten mit dem Wolf, haben sich aber als Bergvölkchen erstaunlich einheitlich zum Wolf bekannt, geben viel Geld dafür aus, dass man halt eben trotzdem irgendwie die Schafe und die Kühe und so weiter und so fort auf der ach so wichtigen, die ist ja auch wirklich wichtig und ein wesentliches Kulturgut der Schweiz, das war jetzt also nicht negativ gemeint, auch wenn es gerade kurz vielleicht so geklungen hat, an der wirklich wichtigen Almwirtschaft, die ist eh ein Zuschussbetrieb. Ja, Almwirtschaft funktioniert in der Schweiz bei dem Lebensstandard, beziehungsweise den Lebenshaltungskosten, die man da hat, kann die nur mit Zuschüssen funktionieren. Das ist also immer was, das staatlich subventioniert wird, Albwirtschaft, oder? Das sind ja sind das jetzt Almen oder Alpen? Jetzt weiß ich es gerade nicht genau. Eins von beiden. Ich glaube, in der Schweiz waren es Alpen. Also eine Alp, mehrere Alpen. Egal. Wir Deutschen würden es eher als Almwirtschaft bezeichnen, ist letztendlich dasselbe. Nur in unterschiedlicher regionaler Ausprägung. Und das klappt da trotzdem. Warum? Na, vor allen Dingen hat die Schweiz eben erheblich mehr Geld in Hütehunde, Quatsch, in Herdenschutzhunde gesteckt. Ein Hütehund ist ja was anderes. Ein Hütehund kann irgendein kleiner, sympathischer Hund sein, der die Schafe zusammenbellt, wenn sie in die falsche Richtung laufen. Ja, und dafür sorgt, dass die Schafe eben in der Gegend gelenkt werden, so wie das der Schäfer gerne haben möchte. Das ist der Hütehund. Der Herdenschutzhund, der sagt den Schafen nicht, was sie zu tun haben. Der ist Teil der Schafherde, versteht sich selbst auch ein Stück weit als Schaf und versucht tatsächlich Dinge oder Wesen, die sich der Schafherde nähern, auch gerne mal einen Touristen, zu verscheuchen. Wenn dich also der Herdenschutzhund, ein großer, meist imposanter Hund, anbellt, dann heißt das nicht, geh hin und streichel den jetzt, sondern dreh wieder um und mach, dass du wegkommst und näher dich gefälligst nicht seinen Brüdern und Schwestern mit Wolle. Ja? Das wäre dann ganz fatal und da kam es auch schon zum einen oder anderen Unfall. In der Schweiz
weiß man das und in der Schweiz kann man damit auch umgehen. Da sind der Audi-Aufschrei, wenn mal wieder irgendein Tourist doof genug war, den Herdenschutzhund streicheln zu wollen, auch klein genug. Sind eh meistens nur Dütsche. Spaß. Und dahingehend, komischerweise funktioniert das, weshalb ich eben auch dieses Argument, der Schwarzwald wäre eine so einzigartige Landschaft, dass es hier unmöglich wäre, dass es ein Wolfsrudel geben könnte, so erstmal irgendwo nicht nachvollziehen kann. Richtig ist natürlich, dass die Anwesenheit des Wolfes ein größeres Risiko für Weidetierhalter mit sich bringt. Tatsache, ein großer Anpassungsbedarf bei den Weidetierhaltern hinsichtlich der Wolfssicherheit möglicherweise notwendig sein wird, wer nicht durch die bisherigen territorialen Wölfe sowieso schon Maßnahmen begriffen hat. Viele haben das bereits getan. Ja, da hat der eine Wolf, der da ist, schon gereicht und das Wissen, dass es früher oder später zu einem Rudel kommen wird. Das ist jetzt kein geheimes Insiderwissen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste Weibchen bei uns auftaucht und dann auch ein Rudel da ist. Das weiß man schon seit der erste Wolf angekommen ist, war es nur eine Frage der Zeit im Wesentlichen. Ja, bis die anderen kommen. Das gilt für Gesamtdeutschland. Jede Ecke, die einigermaßen wolfsbrauchbar ist, und das ist so ziemlich fast jede Ecke, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch da mal irgendwann der Wolf ankommt. Jetzt ist in letzter Zeit zwar die Ausbreitung des Wolfes langsamer gewesen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht ein Weibchen geben könnte, dass es halt doch eben schafft, und genau das ist passiert. Und das führt übrigens jetzt auch im Weiteren dazu, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wolfs deutschlandweit wahrscheinlich weiter relativ langsam sein wird. Da sehe ich jetzt keine Veranlassung, weshalb sich das in den nächsten Jahren nennenswert nochmal beschleunigen sollte. Aber kleinräumig, regional, die Ausbreitung des Wolfs im Schwarzwald sehr wohl sehr schnell jetzt vonstatten gehen wird, weil jetzt können sich die Wölfe vermehren. Die sind dann zwar natürlich direkt miteinander verwandt, aber es gibt ja mindestens mal noch zwei andere weibliche, männliche Wölfe. Im Schwarzwald, wie gesagt, der eine etwas alt, der andere nicht, die potenziell als Partner für die älteste Tochter von der Wolfsfamilie, die sich gerade gründet, in Frage kommen würde, und schwuppdiwupp hätten wir eine zweite Wolfsfamilie. Jetzt sind die dann zwar immer noch sehr nah miteinander verwandt, könnte aber trotzdem, wenn die Wölfe dann beschließen, dass das passt, zu einer nah verwandten Paarung führen, und dann hätten wir schwuppdiwupp auch schon mindestens mal potenziell 4, 5 Rudel oder sowas um den Dreh. Aha. Und da die dann, wenn sie dann wiederum weiteren Nachwuchs haben, auch immer weniger miteinander verwandt sind und dann vielleicht, gerade wenn es dann auch sehr wolfisch anfängt zu riechen im Schwarzwald, auch noch mehr Zuzügler, wir wissen ja nicht, wie viele Wölfe durch den Schwarzwald durchziehen, davon kriegen wir nicht mit, nichts mit, wenn die nicht in eine Fotowalle laufen. Ja? Die Durchzügler würden dann riechen, oh, hier sind ja offensichtlich schon ein paar andere Wölfe am Werke, ich bleib mal, also zum Beispiel ein junges Männchen, ich bleib mal außerhalb von Rudel X. Und sobald bei Rudel X mal wieder irgendeine Tochter geschlechtsreif wird und beschließt abzuwandern, steht draußen bereits der Verehrer an den Grenzen des Rudels und nimmt sie sozusagen im Empfang und macht ihr seine Aufwartung. Ja? Also das darf man ruhig schon ein bisschen vermenschlichen. Wölfe sind hochintelligente Tiere. Wenn es Tiere gibt, die man ein kleines bisschen vermenschlichen darf, dann sind es die hochintelligenten. Ja? Natürlich ist es nicht ganz so, wie ich das jetzt hier ein bisschen versuche lustig zu erzählen, aber da vertraue ich auf eure Intelligenz, dass euch das klar ist. Ne? Gut, jedenfalls, das wird früher oder später der Fall sein. Und ja, und dann muss eben die politische Entscheidung getroffen werden, wie man mit der Situation umgehen will. Wie gesagt, der zuständige CDU-Minister findet das ganz untragbar. Die Grünen, die ja tatsächlich noch mehr zu melden haben, so rein wählerstimmentechnisch, finden das durchaus sehr wohl tragbar und sehen da jetzt erstmal keine größeren Probleme und halten das Problem irgendwie für lösbar. Was man in jedem Fall wird tun müssen, glaube ich, langfristig, um einigermaßen ein Miteinander von Weidetierhaltern und Wolf zu ermöglichen, ist halt dann eben doch für die notwendige finanzielle Unterstützung der Weidetierhalter zu sorgen, dass da also wirklich genügend Geld im System für Wolfspräventionsmaßnahmen und auch Ausgleich von entstandenen Schäden vorhanden ist. Und seitens der Weidetierhalter halt dann auch eine gewisse Gewöhnung an die Situation stattfindet, dass man hin und wieder mal morgens zu seinen Schafen kommt und dann ist es eins weniger oder auch ein paar weniger, je nach Schlimmheit der Situation. Das ist, denke ich, auch immer ein wesentlicher Faktor, den man nicht vergessen darf. Es geht hier ja nicht rein um einen finanziellen Schaden. Ein Schaf ist etwa 100 Euro wert. Ungefähr. Ne? Inflationstechnisch mag es jetzt vielleicht bei 120 liegen, keine Ahnung.
Das wäre so gesehen bezahlbar. So oft kommt das nicht vor. Steuergelder sind zwar nicht unendlich viele vorhanden, aber 100 Euro alle paar Monate mal für ein vom Wolf gerissenes Schaf, das können wir bezahlen, ne, als Gesellschaft, kein Problem. Das Problem ist vor allen Dingen auch der emotionale Schaden, der das beim Schafhalter verursacht. Ja, dass da mal ein Schaf an einer Krankheit gestorben ist, daran gewöhnt man sich im Laufe der Jahre, dass da mal ein Schaf eben gefressen wurde und da die blutigen Überreste des ausgeweideten Schafs rumliegen, daran gewöhnt man sich, glaube ich, nicht so schnell und das wird eine ganze Weile dauern. Ja, und die Tatsache, dass das passiert ist, ist ja mit hauptverantwortlich dafür, dass der Wolf überhaupt ausgerottet wurde. Ja, die Übergriffe auf Nutztiere und dass es den Nutztierhalter dann irgendwann zu viel wurde und dann eben ein gewisser Hass auf Wölfe sich entwickelt hat. Und da müssen wir eben vorsichtig sein, wenn wir nicht irgendeinen Weg finden, dass die Übergriffe auf Nutztiere sich ein bisschen in Grenzen halten, dann könnte eben auch ein neuer Hass auf Wölfe, den gibt es ja bereits, eben auch so weit ansteigen, dass eben ja, die Gruppe der Leute, die den Wolf so gar nicht leiden kann, die Mehrheit irgendwann wird. Ja? Momentan ist natürlich so, ein Städter, der mit dem Wolf und mit dem Wald nur dann was zu tun hat, wenn er gerade kurz da ist, der wird immer pro Wolf sein, weil das ja was Romantisches hat, dass der Wolf nach Deutschland zurückkehrt. Das ist ja auch durchaus so. Und das ist ja auch was Schönes, so rein der Tatsache gesehen, dass er halt immer hier war und hier auch irgendwo hergehört und hier auch, wenn man daraus ein gewisses Bleiberecht assoziieren möchte, dieses dann auf jeden Fall auch hat. Ja, ich würde das tun wollen, aber das darf man, wie gesagt, auch gerne anders sehen. Ja, ne? Und das wird schwierig. Also der Dialog mit den Nutztierhaltern, der muss noch intensiver geführt werden. Die finanziellen Ausgleiche müssen noch erheblich stärker erfolgen. Momentan ist es so, dass man zumindest hierzulande 90% vom Zaun erstattet bekommt, aber eben auch nur 90%. Und der ist so teuer, dass einem die 10% immer noch ein bisschen wehtun. Klar, das wird man bezahlen können, aber warum nicht 100? Warum? Na ja, ganz einfach, damit du nicht beliebig viel Zaun anschaffst, weil du es kannst. Ja, oder sofort zum Tierhalter wirst, um einen riesen Zaun vom Staat finanziert zu bekommen und dann den Zaun weiter zu verkaufen nach sonst wo. Deswegen. Wahrscheinlich ist es dann auch ganz sinnvoll, es bei diesen 90% zu belassen. Aber was man zum Beispiel noch weitaus besser subventionieren könnte, wäre der Herdenschutzhund. Zudem gibt es momentan, glaube ich, bloß eine Anschaffungskostenpauschale, die da einen Teil der Anschaffungskosten trägt. Herdenschutzhunde müssen ausgebildet werden, die sind entsprechend teuer, weil die ganze Arbeit, die man reinsteckt, um die auszubilden, dann sich logischerweise wieder im Preis des Hundes wiederfindet. Und je nachdem, wie viele Herdenschutzhunde das sind, brauchen die natürlich auch eine größere Pflege als ein Schaf. Ein Schaf stellst du auf die Wiese, dann kommt das schon weit relativ klar. Ja. Klar, es ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber im Großen und Ganzen kommt schon ganz gut klar. So ein Hund, den kannst du auch auf die Wiese stellen und der steht neben dem Schaf und kommt eine Zeit lang klar, aber irgendwann kriegt der Hunger und der kann halt eben nicht den Rasen mähen, wenn ihm danach ist, sondern braucht halt eben Hundefutter. Und das muss regelmäßig dahergebracht werden. Und das heißt, dass eine Schafhalterei bei Herdeschutz und anwesend zwingend den täglichen Besuch bei den Tieren erfordert. Und das heißt, entweder bist du eine große Familie und hast immer irgendwen, der das täglich macht, oder du kannst nie in Urlaub gehen und bist tagtäglich 365 Tage im Jahr für deine Tiere verantwortlich, so wie das Landwirte, die Tiere halten, grundsätzlich immer sind. Ja? Außer sie haben, wie gesagt, jemanden, der jemanden kennt oder können ihren Hof mal in gute Hände geben, wenn sie selber mal irgendwann im Laufe ihres Lebens einmal Urlaub machen wollen. So kommt einem das schon manchmal vor. Wir dürfen nicht vergessen, Tierhaltung ist ein verdammt harter Job. Ja, also wirklich, wirklich, wirklich. Sicherlich auch sehr belohnend mitunter, insbesondere wenn man Tiere sehr liebt, was ja durchaus vorkommen soll, ne? Aber ja, das ist ein verdammt harter Job. Und da gehen viele, viele Entbehrungen mit einher und auch die Tatsache, dass die Tiere, das sind ja Nutztiere, eben einem vielleicht auch nicht zu sehr ans Herz wachsen dürfen, dass man irgendwie versucht, die Tatsache, dass das Tier nicht ewig lange leben wird. Bei Schafen geht das ja vielleicht noch, ne? Mutterschafe, die können schon mal alt werden, bis sie dann und am Ende dann vielleicht wirklich an Altersschwäche sterben und gar nicht unbedingt in der Wurst landen und so weiter, weil sie dann auch nicht mehr so lecker sind. Aber zumindest ein Teil der Lämmer wird auch immer zur Schlachtbank geführt werden. Und damit musst du schon irgendwie klarkommen. Ne? Das ist also schon zwar einerseits was für Tierfreunde, andererseits aber auch nicht was für Tierfreunde, die auch damit leben können, dass es sich dabei auch irgendwo um ein, ja, jetzt kriege ich Ärger, aber um ein Produkt
handeln wird, spätestens dann, wenn das Tier tot ist. Und also eigentlich wirklich auch erst dann, wenn das Tier tot ist, aber dann halt wirklich auch um ein Produkt handelt, das dann irgendwo auf den Markt kommt und ein Lebensmittel, ein sehr hochwertiges, darstellt. Ja, und das bringt alles sehr viele Wenns und Abers und viele Fragen mit sich, wie man mit der Situation umgehen soll. Und meiner Meinung nach sollte das einfach finanziell auch entsprechend honoriert werden. Wie man das genau macht, ob man da ein extra Steuertöpfchen für diesen Zweck aufmacht oder ob das in irgendeiner Form im Preis des Fleisches oder von Wolle realisiert werden soll. Das ist Letzteres ist wahrscheinlich keine so wirklich tolle Idee, weil das kauft dann einfach keiner mehr, wenn es unendlich teuer wird. Daher wäre wahrscheinlich die Variante Steuertöpfchen die cleverste, die da bisher so zur Verfügung steht. Ne? So. Und dann noch kurz der aktuelle Stand der Gefährlichkeit von Wölfe vor den Menschen. Dafür habe ich mal, glaube ich, in 3 Stunden und ein paar zerquetschte Video mit einem Abriss durch die Literatur gemacht. Daher, wer das gesehen hat, der ist da wahrscheinlich auf dem Laufenden. Daran hat sich in der letzten Zeit auch überhaupt nichts geändert. Es gab in den letzten Jahren keine Angriffe von Wölfen auf Menschen, die nennenswert bekannt geworden wären. Jedenfalls nicht im zivilisierten Teil der Welt, in Anführungszeichen, also da, wo man es mitbekommen hätte. Und das heißt, nach wie vor ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf mal Menschen angreift, unglaublich gering. Vorher fällt man 17 Mal vom kleinen Hockerchen, wenn man versucht, oben aus dem Küchenschrank was rauszukramen, wenn man nicht mindestens 1,90 Meter hoch ist. Ja? Und da muss man das nicht. Dann braucht man, also ich brauche keinen Hocker. Egal. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit, rein rational betrachtet, vom Wolf gefressen zu werden, auch im Schwarzwald, auch wenn es da dann Rudel gibt, die ist so verschwindend gering, dass ich persönlich schon der Meinung bin, dass sie tragbar wäre, aber sie ist halt nicht null. Aha, und das ist nach wie vor das Problem, dass wir als Gesellschaft irgendwie damit umgehen müssen, nicht völlig irrational zu reagieren, wenn halt doch mal jemand vom Wolf angeknabbert bis hin zu kaputt geknabbert werden sollte und dieser jemand möglicherweise ein kleiner bis sehr junger Mensch sein könnte, weil das eben statistisch gesehen viel wahrscheinlicher ist, dass kleine bis hin zu sehr junge Menschen viel eher vom Wolf gefressen werden. Tatsache, das gibt die Statistik her. Dann könnte es eben zu einem riesigen Aufschrei kommen und wir eine ganze Tierart auf einmal wieder ausrotten wollen, die wir davor noch lieb hatten, weil daran mal ein Kind gestorben ist. Sorgen wir es jetzt mal im krassesten Fall so, dass das tatsächlich passieren könnte. Ja, wie gesagt, super, super unwahrscheinlich. Ich hoffe, ihr versteht Wahrscheinlichkeiten. Häufig habe ich mal irgendwelche Leute in den Kommentaren, die nicht kapieren, was eine Wahrscheinlichkeit ist. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bekannt sein dürfte. Allein die Tatsache, dass der Wolf jetzt über 10 Jahre da ist und noch nichts passiert ist, nicht mal im Ansatz, lediglich mal ein Hund im Beisein des Menschen attackiert wurde, das ist das einzige Aggressive, was jemals passiert ist, kann man deswegen trotzdem nicht ausschließen, dass es nicht mal passiert. So, und wie gesagt, dann ist einfach die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ja? Müssen wir eine ganze Tierart ausrotten, weil diese Tierart als Spezies dafür verantwortlich gemacht wird, dass ein Menschkind mal gefressen im schlimmsten Fall worden ist. Ne? Was ist die Konsequenz? Muss man deswegen alles andere stehen und liegen lassen, um sofort den Wolf wieder loszuwerden? Wäre es dann möglicherweise vielleicht auch so, dass wir ein ähnliches Verhalten an den Tag legen sollten, wenn Kinder durch andere Dinge sterben, wie Impfgegnertum Pädophilie oder über die Straße gehen, wenn das Auto kommt? Ja? Es gehört meiner Meinung nach ein gewisses Risiko zu einem freien Leben dazu. Ja, man muss auch mal ohne Airbag und Anschnallgurt irgendwo in die freie Natur gehen können und als kleiner, empfindlicher Mensch muss das mit einem gewissen Risiko einhergehen, damit der kleine, empfindliche Mensch für sein weiteres Leben, das hoffentlich sehr lang sein wird, auch ein bisschen was lernen kann. Ja, ich bin selber häufig mit Kindern im Wald, ich habe Kindergruppen inzwischen und die kommen meistens mit gewissen Gefahren hervorragend klar. Und grundsätzlich ist es so, dass Kinder irgendwelche Abhänge rauf und runter und so weiter und so fort immer besser können als ziemlich fast jeder Erwachsene. Also die sind von Natur aus
erstmal, bevor man es ihnen bevor sie es verlernen, habe ich den Eindruck, ja, auch die ganz Kleinen sind die erstmal essentiell gut darauf vorbereitet, im Wald klarzukommen. Ja, ein 40-jähriger Manager, der hat Schwierigkeiten. Ein vierjähriges Kind, so gut wie nie. Ja. Und das übrigens interessanterweise auch, da gab es nämlich auch schon mal böse Kommentare in die Richtung, völlig unabhängig davon, wo die ethnische Herkunft der Eltern des Kindes liegt. Ja, da merke ich überhaupt nichts in der Hinsicht, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde. Das wollte ich nur mal kurz an der Stelle irgendwo klargestellt haben. So, ja. Also meiner Meinung nach ist ein mini, mini, mini Risiko, und es ist ein mini, 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 mini Risiko, wenn auch nicht null, ja, durchaus tragbar. Und es ist irrational, dass ein potenzielles, es gibt es ja noch gar nicht, totes Kind automatisch riesige Konsequenzen hat, wenn das tote Kind durch einen Wolf verursacht wurde, während jedes andere tote Kind durch jede beliebige andere Ursache gefühlt, ja, dumm gelaufen. Aber deswegen jetzt irgendwie ein Tempolimit in der Spielstraße einführen. Oh, nee, und dran halten muss man sich dann sowieso nicht. Ja, zum Beispiel. Also es ist eine hochgradig irrationale Angelegenheit. Die Angst vorm Raubtier ist uns genetisch eingepflanzt. Die werden wir auch noch die nächsten 100 Jahre oder was bestimmt angeboren haben. Dass die Idee, von einem Raubtier gefressen zu werden, für uns ein sehr, sehr schlimmer Tod ist, sehr gut ausmalbar, sehr gut vorstellbar, weil das halt eben eine Art ums Leben zu kommen ist, die es seit Menschengedenken gibt. Beziehungsweise die letzten 100 Jahre quasi fast nicht mehr. Ja, es sei denn, man begibt sich freiwillig in Gegenden, in denen das der Fall ist. Oder zumindest für uns Deutsche ist die seit 100 Jahren quasi nicht mehr existent. Wenn man nicht in der Serengeti Urlaub machen und aus dem Jeep aussteigen, um pinkeln zu gehen und dabei aus Versehen den Elefanten anpinkeln, der wäre nicht mal ein Raubtier, aber platt machen kann er dich trotzdem, ne? Davon abgesehen. Aber ja. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich habe ja schon häufig was zum Wolf gesagt. Tatsächlich ist es so, dass ich diesmal vielleicht etwas pro-wolfiger bin als auch schon. Das liegt daran, dass ich ein Stück weit liegt es daran, dass ich diesmal persönlich betroffen bin. Es ist ja auch der Wald da hinten, in dem die dann unterwegs sein werden. Noch nicht, aber irgendwann in 10 Jahren oder was kann das durchaus sein, dass da hinten auch einer unterwegs ist oder zumindest mal unterwegs sein könnte. Nicht unbedingt dann, wenn ich da bin, ne? Aber kann sein. Und gerade dadurch, dass ich jetzt selber betroffen bin, stelle ich fest, dass ich das Risiko gerne in Kauf zu nehmen bereit bin. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja? Eine große Bereicherung der Natur, dass das eine vollständige Natur ist, inklusive des Vorhandenseins von großen Prädatoren. Ja? Nur dann ist ein Ökosystem, das die ursprünglich mal hatte, mal Ausnahme Australien, das hatte nie Großpredatoren, aber Mitteleuropa immer. Ja? Und nur dann kann ein Zurück zur Natur wirklich funktionieren, wenn eben in dieser Natur der Großpredator auch zulässig ist. Wobei man natürlich sagen kann, Deutschland ist gar keine Natur, sondern eine Kulturlandschaft, und das bisschen Natur, was noch übrig ist, ist viel zu wenig, um eben das Vorhandensein von Großpredatoren zu rechtfertigen. Das ist eine Argumentationsweise, die ist grundsätzlich mal nicht falsch, und das kann man auf jeden Fall sicherlich so sehen. Ja? Da gibt es logisch, rein vom Argumentativen her, erstmal kein wirkliches Gegenargument. Ja, und wer das tun möchte, darf das gerne tun. Und daher wäre mir halt einfach noch bei dem Wolf-Thema auch insgesamt wichtig, dass wir uns deswegen nicht gegenseitig allzu sehr in die Haare gehen. Letztendlich, momentan gibt es eh die EU den Rechtsstatus vor. Den Wolf werden wir momentan noch nicht los. Dafür müsste im EU-Parlament was am Artenschutzstatus des Wolfs geändert werden. Die paar Ausnahmefälle und Fälle, unter denen er dann doch geschossen werden darf, die momentan im nationalen, also deutschen Recht möglich sind sehr begrenzt. Das reicht auf keinen Fall aus, um die Ausbreitung des Wolfs zu reduzieren. Das heißt, er wird sich weiter ausbreiten. Und das ist erstmal der Status quo. Ja? Und daran kann man gerne politisch versuchen, was zu ändern, wenn man der Meinung ist, dass daran politisch was geändert gehört. Das steht selbstverständlich jedem frei. Und dann werden wir, wie alle anderen Dinge, die hoffentlich so ablaufen sollten, ne, das Ganze irgendwie demokratisch regeln und dann irgendeine ja, gesamtgesellschaftlich tragbare Rechtslage dazu hoffentlich entwerfen lassen von unseren Politikern, die zwar, ja, wer mag sie schon, aber anders geht es halt nun mal nicht. Ne? Bekanntermaßen sind alle Alternativen zur Demokratie eben ziemlich beschissen. Es sei denn, es ist eine Diktatur mit mir.
An der Spitze? Nein, natürlich nicht. Aber das ist immer das Problem, ja. Diktatur erscheint einem dann immer von Vorteil, wenn man selbst entweder der Diktator oder beste Kumpel vom Diktator oder Frau vom Diktator oder was auch immer in der Richtung irgendwie ist. Ja? Daher, ja, ich denke, darauf muss es hinauslaufen. Und ich bin da nach wie vor gerne ergebnisoffen und ich denke schon, dass es aus wildbiologischer Sicht ab einer gewissen Wolfspopulation möglich ist, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Das wird ja auch immer wieder diskutiert bzw. gefordert, dass es dringend Zeit wird, ihn ins Jagdrecht aufzunehmen. Mindestens mal reinschreiben könnte man ihn auf jeden Fall. Da sehe ich einfach keinen Schaden erstmal. Ob der dann tatsächlich bejagt werden darf, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Ihn einfach reinzuschreiben würde heißen, wer Jäger ist, ist für den Wolf zuständig. Positiv wie negativ. Gibt es wenig Wölfe, muss der Jäger sich darum kümmern, dass es mehr werden. Gibt es zu viele Wölfe, müsste er sich darum kümmern, dass es weniger werden. Wie letzteres abläuft, ist jedem klar, ne? Das kann aus meiner Sicht wenig Schaden nur anrichten. Andererseits wäre es natürlich ein symbolischer Akt, der so ein Stück weit den Schutz des Wolfes aufheben würde. Ist, glaube ich, rechtlich auch gar nicht zulässig, weil der Wolf ja eine streng geschützte Art nach EU-Recht ist und EU-Recht vor nationalem Recht in diesem Fall. Daher geht das wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber da müsste man jetzt schon wirklich irgendein internationales Jura-Mensch fragen, der einem solche Fragen beantworten könnte, wie das jetzt im Einzelfall tatsächlich sich darstellt. Aber ja. Fürs Erste muss man politisch an das Thema rangehen, falls man den Wolf loswerden möchte. Der aktuelle Stand der Gesetzeslage ist, der kann tun und lassen, wie er, was er möchte und sich so schnell und so gut und so weit ausbreiten, wie er tatsächlich lustig ist. Ja. Aber ich bin schon der Meinung, das möchte ich jetzt auch noch mal wirklich klarstellen, für ein langfristiges Zusammenleben zwischen Wolf und uns ist irgendwann in irgendeiner Form eine Vergrämung des Wolfes notwendig, weil wenn der lernt, dass wir ihm überhaupt nichts tun, dann kommt er irgendwann wirklich zum Kaffee und klaut sich ein paar Kekse und solche Späße oder leert den Futternapf für die Katze auf der Veranda und solche Späße, einfach weil er lernt, dass ihm kein Mensch was tun darf und wir auf die Dauer harmlos sind. Und das natürliche Verhalten eines Wolfs gegenüber eines Menschen ist erstmal Vorsicht bis hin zu Neugier, was bist denn du für einer? Und dann meistens Gleichgültigkeit, mehr oder weniger. Ne? Dass man mit dem nichts anfangen kann und der halt einfach da ist, so wie zum Beispiel, außer in super, super kalten Wintern in Alaska, ein Elch. Ist erstmal für einen Wolf auch relativ uninteressant. Mit einem Elch legst du dich freiwillig nicht an, es sei denn, du bist am Verhungern. Ja? Und so ähnlich könnte man uns auch einordnen. Wir sind zwar eine potenzielle Nahrung, der kann uns essen, aber er würde sich mit uns nur dann anlegen, wenn wirklich alle anderen Optionen nicht mehr vorhanden sind, weil dafür sind wir groß genug und allein dieses Zweibeinersein und diese potenzielle Wehrhaftigkeit, allein unsere Höhe und so weiter, wirkt auf einen durchschnittlichen Wolf, soweit wir das beurteilen können, schon einschüchternd. Ne? Darum ja auch potenzielle Wolfsbeute im ehesten Kinder, weil die sind klein, ne? Die einfacher umzubringen, de facto. Ist jetzt böse, aber ist nun mal eine Tatsache. Ja. Drum irgendwann, es passen nicht beliebig viele Wölfe nach Deutschland. Ja? Wenn man sagen würde, die Wölfe können sich so ausbreiten, wie sie lustig sind, die rein vom Lebensraum her und mal völlig unabhängig davon, dass es dann zu vielen, vielen Konflikten mit Menschen kommen wird, ist ungefähr Platz für, je nachdem, wen man fragt. Und da unterbreche ich den Typ mit Hut mal eben. Ich habe nochmal nachgelesen. Ich hatte die Zahl wirklich nicht mehr so ganz richtig im Kopf. 700 bis 1400 potenzielle Rudel, das ist so die erste Hochrechnung, die man da mal gemacht hat. Da gibt es natürlich, wird es noch weitere geben. Die werden noch exakter werden, aber zumindest mal so als ganz grobe Hausnummer. Momentan sind wir so bei ungefähr 1200, vielleicht schon 2000 Wölfen, auch ganz schwierig zu sagen. Es kommt immer darauf an, die Rudel werden gezählt. Wie viele Tiere in den jeweiligen Rudeln leben, das weiß man oft nicht, beziehungsweise bei einzelnen Rudeln ja, aber nicht bei allen, weil halt eben die Zahl der Jungen eben fluktuiert, ne? Da sind mal ein paar mehr, mal ein paar weniger, und man müsste eigentlich quasi bei jedem Wolfsrudel kurz nach der Geburt der Jungtiere vorbeischauen und mal zählen. Und das kann man natürlich nicht machen. Erstens, weil man es den Tieren nicht zumuten möchte und zweitens, weil es einfach undurchführbar wäre. Und drum eben diese Schwankung, ne?
Aber, das habe ich neulich erstmal erwähnt, wir sind jetzt bei, Moment, Stand heute, 161 bestätigte Rudel, 43 Paare und 21 territoriale Einzeltiere plus Dunkelziffer. So, damit haben wir die Zahlen nochmal so ein bisschen geklärt. Ja, gut, zurück zum Ben vor Ort. Das sind dann sehr viele, wenn man bedenkt, wie zersiedelt unser Land eigentlich ist. Gibt auch Zahlen, die von weit mehr Wölfen ausgehen, die potenziell hinpassen würden. Für eine dauerhaft stabile Wolfspopulation braucht es rein rechnerisch, damit die auch einen schönen genetischen Austausch hat und stabile Biodiversität innerartlicher Art aufweist, circa 1000 Tiere. Ja. Wäre jetzt vielleicht naheliegend, dass man dann eben einen Wolfsbestand von 1000 Tieren anstrebt und hier und da den Zuwachs etwas reduziert, falls er überhand nehmen sollte. Ja. Klingt grausam, wäre wahrscheinlich die verträglichste Lösung, langfristig gesehen, eben die Wolfspopulation auf eine gute, aber eine nicht zu hohe Zahl zu begrenzen. Ja, grob. Also mehr oder weniger hätten wir den Zustand der Wolfspopulation, die in Deutschland noch gut verkraftbar wäre, zumindest nach Meinung einiger, jetzt so langsam erreicht, nur die Verteilung noch nicht. Sinnvoll wäre natürlich, dass es nicht Ecken gibt, die jede Menge Wölfe haben und Ecken, die gar keine Wölfe haben, wie bisher der Schwarzwald, zumindest gar keine Wolfsrudel und nur ein paar ja, unempfindliche Einzeltiere sozusagen. Aber ja, ne, da muss man abwarten, das muss man dann sehen und ich hoffe, damit hätte ich jetzt mal wieder zu Genüge meine Meinung zu dem Thema kundgetan. Wer sich da ältere Sachen zu anguckt, wird feststellen, dass es dann schon einen gewissen Wandel meiner Meinung zu dem Thema gibt. Es ist ein dynamisches Thema, es ist eine sich verändernde Situation. Es wäre dämlich, wenn auch konsequent, immer dieselbe Meinung zu einer sich ständig ändernden Situation zu vertreten. Ja? Es gibt ja Leute, für die ist konsequentes Handeln wichtiger als intelligentes oder richtiges Handeln. Dazu gehöre ich nicht. Wenn sich die Situation ändert, dann darf sich auch die Meinung zur Situation meiner Meinung nach durchaus ändern. Ne? Also das nur nochmal, falls in der Hinsicht sich jemand beschweren möchte. Bedanke mich. Ihr seid hoffentlich auf dem neuesten Stand und ja. Habt vielleicht ein bisschen was dazugelernt. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt Lebenszeit verschwendet mal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.